guten Abend nochmal zum Thema Symptomaufstellungen, Healing Voices mit dem Schwerpunkt heute Arbeit mit dem Unbekannten. Es ist ja so, wenn wir mit Symptomaufstellungen arbeiten, geht es ja immer um ein Problem, ein Symptom, eine Krankheit, ein anderes Lebensproblem, für das man eine Lösung sucht. Und da ist man ja sofort auf der Suche nach dem ungelösten Trauma im Hintergrund, das es immer gibt, wenn etwas im Leben problematisch ist, vor allem wenn es sehr lebensstörend ist oder wehtut in einem Symptom oder auch tatsächlich den Menschen körperlich krank macht, aber auch eine Beziehungsstörung zwischen in der Ehe oder in der Paarbeziehung oder eine Beziehungsstörung zu den Kindern, all das oder auch Probleme am Arbeitsplatz, gibt es dafür, gibt es einen Hintergrund und oftmals ist das eben ein ungelöstes Trauma. Und das versucht man ja herauszufinden. Jetzt ist es so, natürlich, jeder, der zu mir kommt und eine Familienaufstellung oder eine Symptomaufstellung machen will, der kriegt von mir natürlich vorher Bescheid. Man soll nämlich einen Stammbaum machen, man soll sich erkundigen bei denen, die noch leben, dass man eben auch weiß, was ist denn noch erinnerlich, was kann man noch herausfinden über die Familie, über die früheren Generationen der Familie, weil eben mehr als die Hälfte der Fälle das ungelöste Trauma auch in der Herkunftsfamilie liegt. Und die meisten machen dann auch einen Stammbaum, kommen aber auch an ihre Grenzen. Entweder sind, wenn man älter ist, die Eltern und Onkel und Tanten alle schon gestorben, oder aber sie reden nicht gerne, oder man hat selber irgendwie ein Tabu, traut sich nicht zu fragen oder fragt dann auch nicht nach. Und kommt dann zur Aufstellung eben mit gewissen Lücken im Stammbaum und das vor allem auch, was dann vielleicht an Traumatischem passiert ist. Oftmals gibt es ja auch Geheimnisse in der Familie. Ja, dann steht man vor der Frage, wenn man jetzt eine Symptomaufstellung beginnt, auf welchem Bereich muss man das ungelöste Trauma denn überhaupt finden. Da geht die detektivische Arbeit ja schon los, denn die Herkunftsfamilie ist ja nur eine Möglichkeit. Es gibt mindestens drei andere und da habe ich ja den sogenannten Vier-Säulen-Test entwickelt, dass ich an dieser Stelle ganz am Anfang schon herausfinden kann, in welchem Bereich müssen wir weiter schauen, um das ungelöste Trauma aufzufinden. Das ist im Grunde schon da beginnt die Arbeit mit dem Unbekannten schon, denn man muss sich ja immer vergegenwärtigen, dass man, wenn man mit einer Aufstellung anfängt, dass man im Grunde nicht weiß, wo das ungelöste Trauma ist. Das ist ein Grundsatz für alle Aufsteller, die mit Aufstellungen arbeiten und das für andere auch anbieten, dass sie nicht die Vorstellung haben, sie wissen es schon aufgrund ihrer Erfahrung, sondern man muss sich da einfach so einstellen, dass man alles, was man glaubt zu wissen, an dieser Stelle auch aktiv vergisst, dass man sich eben auch öffnen kann für das Unbekannte in dem Moment. Und ich mache diesen Vier-Säulen-Test. Das ist der erste, die Weggabelung, wo geht man hin, wenn man weiter recherchieren will. Und die vier Bereiche, die kennen die meisten von euch. Das eine ist die Herkunftsfamilie. Also da kann ja das ungelöste Trauma passiert sein. Einem anderen Familienmitglied in der Regel, in einer früheren Generation, Eltern, Großeltern oder Urgroßeltern. Oder das zweite ist Gegenwartsfamilie. Das ist die Familie, die man selber gründet. Da gehören die wichtigen Liebespartner dazu, auch die Vergangenen oder auch die Verstorbenen, wenn es welche gibt. Und die Gegenwärtigen natürlich und die eigenen Kinder, die Lebenden und die Toten, auch die Abgetriebenen und Fehlgeborenen. Das ist der zweite Bereich. Und der dritte Bereich ist ein persönliches Trauma, das man selber erlebt hat in diesem Leben, Kindheit, Jugend oder später, das eben auch das Problem auslösen kann, wenn es ungelöst ist. Und der vierte Bereich ist auch wichtig, weil er häufig ist. Etwa 30 bis 35% der Menschen, die zu mir kommen, zeigen diesen Hintergrund. Und das ist auch ein persönliches Trauma, aber nicht in diesem Leben, sondern in einem früheren Leben. Und diese vier Bereiche kann ich austesten in dem Vier-Säulen-Test. Das dauert 3-4 Minuten und dann weiß ich das schon. Da gibt es einen Artikel von mir darüber, wo man genau nachschauen kann, wenn man selber aufstellt, wie man das genau macht.
Und jetzt angenommen, es schlägt jetzt der Bereich Herkunftsfamilie an, dann weiß ich, es ist das ungelöste Trauma, muss man jetzt in der Herkunftsfamilie suchen. Bei dem Vier-Säulen-Test ist auch bei der Herkunftsfamilie so, wenn der rechte Arm eine Verbindung zeigt zum Problem, ist es die Vaterseite. Wenn der linke Arm die Verbindung zeigt, ist es die Mutterseite. Immer. Und wenn beide Arme rausgehen, dann sind sie eben beide Seiten. Angenommen, es ist jetzt die Vaterseite. Dann weiß ich schon, okay, wir müssen nur auf der Vaterseite suchen. Wir brauchen über die Mutterseite gar nicht mehr fragen, sondern wir können gleich die Fragen und die Recherche, was ist denn passiert, auf die Vaterseite abstellen. Und jetzt kommt man eben zurück über die Generationen und dann schaut man, okay, wo ist es denn? In welcher Generation ist das Ursprungstrauma denn geschehen? Und da habe ich herausgefunden, dass es sehr dienlich ist, wenn man auch am Anfang, auch wenn man noch gar nicht weiß, um welches Trauma es geht, dass man das Ursprungstrauma schon als Position in die Aufstellung aufstellt. Das ist, Ursprungstrauma ist dann definiert als das Trauma, das das Problem, die Krankheit oder was auch immer auslöst oder hervorruft. Das habe ich dann schon als Gradmesser da. Und dann kann ich später schauen, wenn wir die verschiedenen Traumata in der Familie durchgehen und vielleicht auch aufstellen, ob es dann das schon ist oder ob es noch um etwas anderes geht. Und dann lasse ich mir natürlich alles erzählen an dieser Stelle. Da kommt die Anamnese, frage ich, wie viele Geschwister und was beim Vater war. Jetzt bleib ich mal bei diesem Beispiel und lasse mir erzählen, was die Klientin oder der Klient dann auch weiß. Wie viele Geschwister, frage ich aktiv nach, gibt es Tote oder Verstorbene? Und was die Klientin oder der Klient auch erzählen kann darüber. Und oftmals ist es so, und das ist wirklich häufig, kommt man an eine Stelle, wo man sagt, okay, das, was jetzt offen besprochen worden ist, das ist es im Grunde noch nicht. Es muss noch irgendwo im Verborgenen liegen. Und da habe ich ein strukturiertes Vorgehen entwickelt, wo ich erstmal schaue, in welcher Generation ist es denn geschehen. Und das mache ich, indem ich erstmal, also in diesem Fall, den Vater aufstelle. Der zeigt normalerweise Empfindungen, die darauf hindeuten, dass er mit dem Trauma in irgendeiner Form vielleicht zu tun hat. Aber eventuell ist es auch nicht in seinem Leben passiert, sondern es kann auch sein, dass es eine Generation vorher ist. Und dann gehe ich immer jeweils eine Generation zurück. Also ich bringe dann die Eltern des Vaters, Vater und Mutter, und dann schaue ich, was diese Positionen zeigen. Wenn die eine klare Verbindung zum Trauma, zum Ursprungstrauma, das ja auch schon aufgestellt ist, zeigen. Dann frage ich natürlich nochmal an dieser Stelle nach. Ich gehe aber nochmal eine Generation zurück und schaue, ob die Eltern desjenigen Großelternteils, die eine Verbindung zum Trauma gezeigt hat, auch schon beteiligt sind. Denn es kann ja auch noch älter sein, das Trauma. Dann stelle ich die Urgroßeltern auf, von dem Großelternteil, der die Verbindung zum Trauma gezeigt hat. Und ich gehe so weit zurück, bis ich auf eine Generation stoße, die sich nicht mehr beteiligt fühlt, was das Trauma angeht. Das kann man ja ablesen an den Äußerungen der Positionen, die dann aufgestellt werden. Und dann weiß ich, wenn ich auf so eine Generation stoße, wo beide keine, weder der Vater noch die Mutter in dieser Generation eine Verbindung zeigt, ich weiß davon eigentlich gar nichts, ich weiß nicht, was da ist, fühle mich nicht beteiligt, so sind die Äußerungen eben häufig. Dann weiß ich, okay, es ist in der nächsten jüngeren Generation geschehen. Und dann weiß man, okay, das war jetzt zum Beispiel beim Großvater. Ja? Die Urgroßeltern fühlen sich nicht mehr beteiligt. Ich gehe dann zum Großvater, wenn der diese Verbindung gezeigt hat. Es kann aber sein, es ist noch weiter zurück. Ich habe jetzt erst gerade vor kurzem einen Fall gehabt, wo wir bis zu den viermal Urgroßeltern zurückgehen mussten, bis wir zu der Generation gelangt sind, wo dieses Ursprungstrauma tatsächlich geschehen ist. Und das war dann damals in diesem Fall eine Epidemie, wo mehrere Kinder gleichzeitig gestorben sind. Und das hatte die Kraft, über so viele Generationen sich als Traumagefühle weiter zu vererben.
Wenn ich jetzt aber nochmal bei dem Großvater bleibe, der Großvater ist derjenige, der einen Bezug zum Trauma hat, dann ist ja die Frage, okay, wir wissen, der Großvater ist beteiligt, ist es ihm geschehen oder er ist beteiligt, dann ist es die Frage, was war es denn? Ja, da ist es dann die Arbeit mit dem Unbekannten geht an dieser Stelle immer weiter. Und wenn er jetzt zum Beispiel Kriegsteilnehmer war, dann Soldat in einem Krieg gewesen ist, dann kann man mit dem Unbekannten so weiterarbeiten, dass man das austestet, das, was einem als nächstmögliches erscheint. Hier zum Beispiel, wenn bekannt ist, der Großvater war Kriegsteilnehmer, kann man mit Testpositionen weiterarbeiten. Und Testpositionen sind überhaupt das Nonplusultra in der Arbeit mit Unbekannten. Ich stelle also in diesem Fall dann testweise den Krieg auf. Wenn ich weiß, es ist der Zweite Weltkrieg oder er war im Zweiten Weltkrieg Soldat, dann stelle ich den Zweiten Weltkrieg auf. Und dann sehe ich, ist das Trauma im Rahmen dieses Krieges geschehen? Passt das dazu? Der Zweite Weltkrieg als Position zeigt das dann oder eben nicht. Ja, wenn er zurück ist, sagt er, ist nicht beteiligt, dann ist die nächste Frage, okay, vielleicht ist es der Erste Weltkrieg gewesen oder vielleicht war es auch ganz was anderes. Und so gehe ich dann schrittweise vor, um da bei diesem Beispiel noch zu bleiben, wenn ein Krieg zeigt, aha, das ist der Rahmen für das Trauma, dann kann man ja annehmen, dass Tote, entweder gefallene Soldaten oder eben ermordete Menschen da zu diesem Trauma gehören. Und das kann man auch austesten. Ich bringe dann drei Positionen, also immer drei für viele möglicherweise mögliche Opfer, also ermordete Menschen oder eben für gefallene Soldaten, je nachdem, wie es ist. Wenn die Testposition anschlägt, also wenn die Opfer zeigen, dass sie da sind, dass sie auch ihr Leiden zeigen, dann weiß man, das Ursprungstrauma, bei dem es bei dieser Aufstellung geht, ist mit Ermordungen verbunden. Und die nächste Frage ist natürlich, wie ist jetzt, im Fall jetzt der Großvater, daran beteiligt? Und um das herauszufinden, stelle ich auch die Täter auf. Es sind im Krieg dann immer mehrere. Ein Tätersystem, oft bis hin zum Spitzentäter, der an der Spitze steht. Und das ist jetzt im Zweiten Weltkrieg zum Beispiel Hitler. Oder es ist bei anderen Diktaturen eben der Diktator. Oder wenn es um Kriegstraumata der Kolonien von England geht zum Beispiel, ist dann der höchste Täter in der Regel dann der englische König oder der englische Queen zum Beispiel. Soweit gehe ich dann und schaue, und das teste ich aber aus. Das ist nicht etwas, was ich von vornherein weiß, sondern ich teste das aus, indem ich erstmal drei Täter bringe. Das sind dann normalerweise diejenigen, die da vorne tatsächlich die Ermordungen durchgeführt haben. Und dann bringe ich, um zu schauen, gibt es da auch eine Befehlsstruktur, gibt es auch Hierarchien in diesem Tätersystem, noch weitere Täter, 4, 5, 6, manchmal 7, bis ich eben den Täter finde oder die Täterin finde, von der die meiste Aggression ausgeht. Und das ist dann immer ein Hinweis, dass das. Dass die Spitze dieser Befehlshierarchie erreicht ist. Und dann sieht man schon, ja, aufgrund der Reaktionen des Großvaters, ich bleibe jetzt einfach bei diesem Beispiel, wie er sich da verhält. Ja, wenn er solidarisch den Tätern gegenüber ist, dann ist er zumindest unterstützt er das Tätersystem. Oder er zeigt bereits Aggression gegen die Opfer, dann weiß man auch, dass er Täter war. Wenn er aber eine Aggression zeigt gegen die Täter zum Beispiel, ja, dann also Racheaggression gegen die Täter, dann ist er eher auf der Seite der Opfer. Das heißt, er ist nicht Täter, sondern in irgendeiner Weise ist er mit den Opfern solidarisch. Und das kann man danach auch ausprobieren. Wie ist das denn? Ja? Wenn Racheaggression im Feld ist, das probiere ich aus. Ich stelle das auf, Testposition, Racheaggression, wenn zum Beispiel der Großvater die Faust gegen die Täter erhebt.
Ja, und so geht das auch weiter. Das geht auch in anderen Bereichen so, auch wenn es um Traumata in der Familie geht, wo kein Krieg beteiligt ist. Irgendwo ist es ja, irgendwas ist was Wichtiges passiert. Entweder hat jemand einen lieben Menschen verloren, früh durch Tod, oder er ist sind Kinder gestorben, oder eine Frau ist bei der Geburt gestorben. Also das sind ja diese Möglichkeiten. Und man lässt sich ja führen von dem, was die Informationen in der Aufstellung sich zeigen. Und wenn man dann genau wissen will, wie ist es, dann muss man das Nächstliegende, das von der Aufstellung energetisch vorgeschlagen ist, einfach durch Testpositionen, oder kann man durch Testpositionen austesten. Das ist jetzt in der Herkunftsfamilie. Ich gebe jetzt noch zwei Bereiche noch, auf die möchte ich noch eingehen. Und zwar zunächst auf den Fall, dass es ein persönliches Trauma ist, das nicht erinnert wird. Das ist ja möglich, dass man in der Kindheit ein Trauma erlitten hat, das so früh war oder auch so schrecklich war, oder auch während der Geburt zum Beispiel war, oder im Mutterleib passiert ist. Und davon hat man ja keine Kunde in der Regel. Dann gehe ich ganz ähnlich vor. Ich stelle auch dar, wenn der Vier-Säulen-Test gezeigt hat, das ist ein Trauma, persönliches Trauma in diesem Leben, dann stelle ich das Trauma in diesem Leben auch schon auf als Ursprungstrauma, ohne dass man jetzt erstmal schon weiß, was es ist. Und dann lasse ich mir eine Liste erzählen, ja, von Traumata, die die Klientin oder der Klient erinnert. Das können mehrere natürlich sein. Und dann diejenigen, von denen man so glaubt, okay, das könnten gewesen sein, auch wenn es zwei, drei verschiedene waren, stelle ich die auch auf. Also wenn es ein Autounfall war im irgendwie 15. Lebensjahr, dann stelle ich das auf, definiere das auch so natürlich. Oder der Verlust eines Elternteils, was es auch immer ist, was erinnert wird, stelle ich auf. Und dann sieht man das schon, ob das Ursprungstrauma, das als definiertes Ursprungstrauma in diesem Fall aufgestellt ist, ob das zusammengeht. Wenn das Trauma, das man jetzt schon testet, mit dieser Position zusammengeht, das ist wie wenn das zusammenfließen würde, dann weiß man auch, okay, man hat es schon gefunden. Das ist dieses Trauma. Wenn nicht, ja, wenn keins von den innerlichen Traumata diese Reaktion zeigt, dann kann man auch nochmal weiter schauen, was bietet denn die Aufstellung an Informationen, an Atmosphäre, was geschehen sein könnte. Und wenn da gar nichts ist, kann man auch einfach austesten. Ja? Kann man von vorne die Schwangerschaft aufstellen als Trauma, mögliches Trauma in der Schwangerschaft, als Testposition, mögliches Trauma während der Geburt. Oder wenn Hinweise gibt auf sexuellen Missbrauch, das manchmal merkt man etwas in der Aufstellung von den Reaktionen der Positionen, wenn es um sexuellen Missbrauch geht, kann man das auch austesten. Und normalerweise findet man das Trauma, auch wenn es unbekannt ist. Und dann gibt es noch eine ganz wichtige Testposition an dieser Stelle. Und das ist, wenn es um persönliches Trauma geht, in diesem Leben, in der Kindheit zum Beispiel, ist dann ein Seelenanteil der Klientin oder des Klienten, der eventuell in dem damaligen Trauma festgefroren ist. Das gibt es sehr oft. Das ist ja das Traumageschehen par excellence, dass man weiß, in einer überwältigenden Situation kann sein, dass ein Teil der Seele oder des Menschen auch einfriert und gar nichts mehr merkt, einfach als Schutzreaktion. Und wenn man dann weiterlebt, wenn man das Trauma überlebt, kann sein, ein Teil der Seele ist da immer noch eingefroren, schafft es nicht, sich zu öffnen fürs weitere Leben. Und das ist ja wichtig, das zu wissen, ob es so einen Seelenanteil, der noch mit dem Trauma verhaftet ist, es den gibt. Und dann, den kann man auch testweise aufstellen, muss man genau definieren als den Seelenanteil der Klientin oder des Klienten, der eventuell, man lässt es weiterhin offen, der eventuell im Trauma der Kindheit, man benennt es genau, festgefroren oder festgehalten wird. Und wenn es den gibt, und den gibt es sehr oft, dann zeigt sich das in der Aufstellung dann deutlich an. Ja, und dann weiß man, dass man in dem Heilungsschritt später auch die Aufgabe hat, irgendeinen Weg zu finden, diesen Seelenanteil auch wieder zur Klientin oder zur Klientin nahe zu bringen, sodass er dann auch ganz bewusst integriert werden kann.
Ja, und jetzt noch einen wichtigen Bereich, wo wir immer im Grunde immer definitionsgemäß mit dem Unbekannten arbeiten, und das sind persönliche Traumata im früheren Leben. Das ist häufig, also wie gesagt, 35% meiner, schätze ich mal, der Klienten, die zu mir kommen, zeigen diesen Hintergrund bei allen möglichen Symptomen, bei allen möglichen Problemen. Man kann da nie vorher genau wissen, welches Problem oder welches Symptom oder welche Krankheit jetzt mit dem früheren Leben zu tun haben oder nicht. Da gibt es keine festen Kriterien. Man findet es eben raus, indem man gleich am Anfang der Symptomaufstellung diesen Vier-Säulen-Test macht. Und dann gehe ich immer eigentlich gleich vor, wenn ich mit früheren Leben arbeite. Ich bringe vier, fünf feste Positionen, mit denen ich dann immer arbeite. Und das ist, die zähle ich jetzt mal kurz auf, das ist derjenige oder diejenige, die Klientin oder der Klient im früheren Leben war, das man ihrem Gegenüber hat. Dann das Trauma, das es dann auch immer gegeben hat. Und dann beginnt schon die Arbeit mit dem Unbekannten. Man weiß nicht, was das für ein Trauma war. War es, das ist immer die offene Frage, immer die nächste offene Frage ist wichtig, war es menschengemachtes Trauma? Dann gibt es in diesem Fall einen Täter oder eine Täterin. Oder war es nicht menschengemacht? Dann war es eben zum Beispiel eine Krankheit eine Naturkatastrophe zum Beispiel. Um das aber herauszufinden, bringe ich gleich am Anfang, wenn ich beginne mit einem früheren Leben zu arbeiten, die Testposition Täter. Es ist eine Testposition, wenn man es ja nicht weiß. Es kann auch eine Täterin natürlich gewesen sein. Und dann bringe ich auch immer, das auch kurz erwähnt, eine Struktur als Position, und zwar eine Grenze. Es gibt immer eine energetische Grenze zwischen dem jetzigen Leben und einem früheren Leben. Die ist aber in der Regel, wenn es um frühere Traumata geht, dann eben oftmals schwach, energetisch schwach. Und das ist auch wichtig zu wissen, denn dann muss man sich später in irgendeiner Form stärken. Und das jetzige Leben stelle ich auch auf. Das ist ja auch immer da, das gibt es ja, kann man das auch aufstellen. Und ich finde es immer ganz interessant, was das jetzige Leben zur Situation zu sagen hat und wie es dem jetzigen Leben auch geht, wenn wir mehr und mehr in die Heilrichtung gehen, Schritt für Schritt später. Ja, das ist der Anfang. Ja, da weiß er erstmal nichts. Und dann lässt man sich eben, man schaut dann, was aus den Positionen, welche Informationen kommen. Und jetzt, wenn zum Beispiel der Täter angibt, er ist da und zeigt Aggressionen gegen denjenigen oder diejenigen, der Klient oder die Klientin im früheren Leben war, dann weiß man, okay, ist menschengemacht. Die nächste Frage ist, in so einem Fall, der häufig ist, ist es ein Einzeltäter oder eine Einzeltäterin oder ist es ein Tätersystem? Dann macht man mit Testposition weiter, indem man nochmal zwei mögliche Täter oder Täterinnen aufstellt. Wenn die anzeigen, dass sie da sind, meistens ist es dann so, dass die dann schon, wenn es ein Tätersystem gibt, eine gewisse Weisungsbefugnis haben, das heißt, den Vorderen hineinschicken zum Beispiel, das ist eine häufige Reaktion, dann weiß man hat es mit einem Tätersystem zu tun, in dem Hierarchie eine Rolle spielt. Und dann gehe ich genauso, jetzt ähnlich wie bei der Herkunftsfamilie, bei Kriegsverbrechen, gehe ich auch weiter bis zur Spitze dieses Tätersystems und bis ich den Täter oder die Täterin repräsentiert habe in der Aufstellung, die die größte Aggression ausstrahlt. Und das ist dann immer der Führer oder die Führerin dieses Tätersystems. Die nächste Frage, ja, das ist jetzt wieder, man geht ja, man weiß ja noch nichts, wer ist das und warum ist das geschehen? Die nächste Frage ist, wie man also in die Geschichte zurückschaut, war Religion im Spiel? War also Religion die treibende Kraft dieses Tätersystems oder nicht? Wir haben für beide Möglichkeiten ja viele Beispiele in der jahrtausendelangen Geschichte, die uns einsichtig ist. Wieder Testposition. Ich stelle da eine Position auf Religion. Das ist keine spezielle Religion, sondern man nähert sich dem. Ja. Ist es Religion oder nicht? Und wenn ich dann die Position Religion aufstelle, dann zeigt sie entweder eine Verbindung zu dem Tätersystem oder nicht.
Wenn es eine Verbindung zeigt, dann kann man austesten, welche Religion war es denn dann. Ne? Kann man mit der katholischen Kirche anfangen, das ist ja recht häufig, aber es kann jede Religion gewesen sein. Oder wenn die Position Religion andeutet, ich gehe zurück, ich gehöre da gar nicht dazu, dann weiß man, okay, das war ein Tätersystem, das nicht religiös getrieben ist. Dann kann es eine Diktatur sein, das kann man austesten, das kann ein Königreich sein, Königinnenreich auch, das, oder es kann auch ganz was Altes sein, altes Rom, altes Ägypten, das kann man alles austesten und normalerweise finde ich das dann auch, oder findet man das auch, wenn man das einigermaßen Erfahrung hat damit. Okay, und wenn jetzt der erste Täter anzeigt oder kollabiert oder weggeht, sagt, ich fühle mich hier gar nicht zugehörig, dann weiß man, aha, es ist ein nicht menschengemachtes Trauma. Und dann teste ich als nächstes, ist die Frage, was ist es dann? Das häufig oder das nächste, was häufig ist, Krankheit. Ja, ist da Krankheit, ist jemand krank geworden und daran gestorben? Ja, und das ist oftmals auch so bei Verlusttraumata, wo derjenige oder diejenige, die die Klientin oder der Klient im früheren Leben war, anzeigt, eine große Trauer anzeigt und selber aber nicht in dem Sinne leidet wie jemand, der gefoltert wird, geschlagen wird oder einer Krankheit stirbt oder so, sondern einfach einen tiefen Verlusttrauer zeigt, dann ist das oftmals, das ist recht häufig auch, dann ist das ein Zeichen, dass das Trauma eigentlich jemand anderem gegolten hat, also dass jemand anders dieses Trauma erlitten hat und dadurch zu Tode gekommen ist und die Klientin oder der Klient im früheren Leben war, hat praktisch diesen geliebten Menschen dann auch verloren. Und das ist recht häufig. Und dann ist immer noch die Frage, was ist das Trauma dann, das nicht menschengemachte Trauma? Dann kann man Krankheit austesten. Wenn es Krankheit war, aber wenn es dann eine Verbindung gibt, kann man noch schauen, ob es eine Epidemie war. Das ist insofern wichtig, weil es dann viele andere auch gegeben hat, die daran gestorben sind, die vielleicht auch zu diesem System gehören. Wenn es keine Krankheit war, dann bleiben Naturkatastrophen übrig. Und da kommt dann schon irgendwie manchmal etwas, ein Hinweis, worauf es oder worum es sich vielleicht gehandelt hat. Man kann es aber ausprobieren. Oder? War es ein Sturm? War es eine Überflutung? War es ein Vulkanausbruch? All das kann man austesten. Und ich erinnere mich jetzt an einen Fall, wo ich all das ausgetestet habe und nicht weitergekommen bin. Und habe dann aber irgendwann einen Hinweis gehabt, es geht hier um wie eine Aggression, wie wenn es ein Biss oder sowas gewesen wäre. Und dann war es in dem Fall, das war bisher nur einmal passiert in meiner Aufstellung oder zweimal, dass es dann ein Angriff war eines wilden Tieres. Da kann man auch austesten, welches es war. Ja, so gehe ich vor und das ist etwas, was im Grunde, was man gefahrlos ausprobieren kann, wie man mit Testpositionen umgeht. Und man muss also nicht aufhören dann, wenn es ein Geheimnis gibt oder man muss nicht aufhören, wenn man einfach keine Information hat darüber, womit oder mit wem ein Ursprungstrauma zu tun hat. Da geht die Arbeit erst richtig los. So. Ja, und jetzt vielleicht noch ein Hinweis auch für die Leute, die dann das Recording sehen. Es gibt ein nächstes Seminar, das ist auch für euch jetzt schon gleich, für euch auch schon gesagt, ein nächstes Webinar schon am 14. April. Und zwar geht es dann da um Healing Voices, um die schamanische Arbeit. Und da könnt ihr eine direkte Erfahrung machen in dem Seminar mit Healing Voices, denn da werde ich eine Healing Voices Session machen mit allen, die dabei sind. Ja, das ist am 14. April. Und Healing Voices, ja, das ist, da geht es dann speziell um Healing Voices. Aber warum eigentlich muss man denn so genau wissen, was passiert ist? Ja? Das ist jetzt eine Frage, auf die gehe ich jetzt noch ganz kurz ein. Die hat nämlich mit Healing Voices zu tun.
Die Positionen, mit denen die schamanischen Heiler letztendlich daran arbeiten, die sollten aufgestellt sein. Wenn da jemand fehlt, aus irgendwelchen Gründen können die mit diesen Positionen dann energetisch schwer oder gar nicht arbeiten. Deswegen, das ist der eigentliche Grund oder einer der beiden Gründe, warum ich so genau alles erforschen will und sehen will, was ist eigentlich wirklich passiert in all diesen Facetten. Das ist der eine Grund, dass Healing Voices, dass die schamanischen Energien, mit denen ich ja dann bei Aufstellungen immer am Ende arbeite, dass die dann auch da lösend und heilend tätig werden können und diese Positionen mit einbeziehen von den Opfern, wer es auch immer war, und auch von den Tätern oder auch von verstorbenen Kindern oder früh verstorbenen Partnern, wer es auch immer gewesen ist. Und das Zweite, warum es wichtig ist, dass wir so genau dem Ursprungstrauma auf den Grund gehen, weil das Bewusstsein des Menschen bei der Heilung eine wichtige Rolle spielt. Also erst zu wissen, die Zusammenhänge zu kennen, wie das alles zusammenhängt, was wirklich passiert ist und wem es passiert ist, das hat bereits eine Heilkraft. Da ist bereits eine Heilung in den Aufstellungen zu sehen, dadurch, dass man es weiß. Und die vollständige Heilung und auf einer höheren Niveau, wo dann wirklich, wo man das Gefühl hat, ja, jetzt ist es wirklich gut, wird dann durch die schamanische Heilung dann letztendlich erreicht. Aber das Unbekannte muss bekannt werden, sollte bekannt werden. Ganz selten, dass das Ursprungstrauma sich nicht zeigt. In der Regel zeigt es sich, wenn man so vorgeht. Ja, vielen Dank für die Aufmerksamkeit jetzt erstmal. Und jetzt schauen wir, dass wir ins Gespräch kommen.